Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. In der letzten Folge haben wir Rotschlund besiegt. Ich bin jetzt schon mal vorgereist nach Meridian. Und besuchen jetzt Ich mal den würde neuen gerne mal einen Sonnenhabicht. mit Ehren trinken. Endlich mal einen. Sieh dir diese Waren an. Dann wird diese Questreihe vermutlich Habe auch ich Brathidim abgeschlossen sein. Khan Padish, geschätzter Bruder. Und Sonnenhabe ich Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Alle Menschen, dem sie folgen. Reden wir mal mit Da. ihr. Ein Denkmal für meinen Vater und Bruder und für alle, die im Sonnenring starben. Das hast du ermöglicht, Aloy. Danke. Und? Wie ist das so als Sonnenhabicht? Tja, wie ein Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. Ich schulde dir was. Du hast hier immer ein besonderes Zuhause, wenn du willst. Was passiert jetzt? In der Loge. Als Sonnenhabicht sorge ich dafür, dass wir zukünftige Mitglieder nach Fähigkeiten auswählen, nicht nach Karja-Blut. Diese Loge wird mit dem überholten Regime nichts mehr zu tun haben. Schön. Was war das für ein Gebet, das du vorhin gesprochen hast? Ich habe nicht alles gehört. O große Sonne, sprich mit dem Mond und lass die Toten in Frieden ruhen. Schütze sie mit der Rüstung glänzender Wärme. Gib ihnen Sonnenstrahlen als Speere und beleuchte ihnen den Pfad zu den Himmeln, jedem von ihnen. Habicht Gravit Khan Morsa, Habicht Siraf Khan Pir, Habicht Yusalin Khan Jageer, Habicht Kulasif Khan Sovali, Habicht Brathivin Khan Padish, geschätzter Bruder, und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein, alle Menschen, dem sie folgen. Tja, herzlichen Glückwunsch, Talana. Ich muss jetzt gehen. Danke, Aloy, obwohl du Nora bist. Die Beute sei immer dein. Obwohl wir haben noch eine Belohnungskiste bekommen. Oh. Druckluftstöße dieser Nahkampfwaffe lösen Rüstung und Bauteile von Maschinen ab, ohne dass präzise Zielen notwendig ist. Und machen sie anfälliger für nachfolgende Angriffe. Kann nicht modifiziert werden. Okay. Probieren wir mal aus. Cool. Kriegen wir nochmal eine Waffe? Ich habe nie viel von Nora gehalten. Bevor sie hierher kam. Ich würde schon sagen, gerade so gerettet, Freundchen. Jetzt ist die Frage. Quest-technisch. Wir könnten hier den Tatort mal untersuchen. Der Rest ist halt alles extrem weit weg. Zwei Fähigkeitenpunkte, ja, einen brauchen wir noch. Oder wir gehen jetzt halt mal in Richtung Hauptquest. Oder komm, wir gucken uns jetzt hier diese Nebenquest mal an. Weil das ist ja jetzt hier eh in Meridian, das schieben wir sehr lange schon vor uns her. Aber was ich jetzt erstmal mache. Tatkräftige Abenteurer! Kurz
ausnahmsweise ohne Freunde und Familie. Okay, das ist cool. Und leider kann ich den Typen hier nicht wegpusten. Das ist Springerladung. Könnte man dafür auch was eine Tragekapazität herstellen? Tatsache. Okay, cool. Was brauchen wir denn dafür? Echohülsen. Das ist halt wie dieser zu Springerfall, ne? Nur für den Nahkampf wahrscheinlich. Ja, warum nicht? Probieren wir auf jeden Fall mal aus. Kurz reinschauen kostet doch nicht. Und dann müssen wir theoretisch auch noch mal irgendwann mal diese, wie heißt die, Rassler? Ich glaube, das ist das ist ja eine Nahkampfwaffe. Moment. Ist ja ein Händler. Heißt das Rassler? Ach so, hier genau, Schattenrassler. Diese Bolzenwaffe für kurze Distanzen feuert mit einem Schuss mehrere Projektile ab. Und die kann man auf Schaden, auf Blitz und auf Eis auslegen. Und ich glaube, dann haben wir tatsächlich so ziemlich alle Waffen. Okay, Schattenkriegsbogen jetzt nicht, aber und die Sprengschleuder auch nicht, weil wir die durch die Loge bekommen haben. Aber die können wir uns ja auch irgendwann mal gönnen. Für eine Fuchshaut. Okay, Füchse müssen wir noch platt machen. Verkaufen können wir das hier. Und sonst haben wir ja noch viele Plätze frei. Jetzt gucken wir erstmal. Und reden mal mit dem Diener. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Okay, hier sind Blutstropfen, die von hier wegführen. Kauf einfach das, was du brauchst. Okay, er hat sich also verletzt. Ja, okay. Das ist auch keinem aufgefallen. Diese Blutflecken auf dem Boden. Aber. Mehr Blut. Ich bin noch auf der richtigen Spur. Weiß ja keiner. Noch mehr Blut. Der Dieb hat sich schlimm geschnitten. Also. Jetzt sind wir jetzt abseits der Quest. Find's halt hier. Klar, es geht immer mehr, aber ich finde es schon cool, wie sie diese Stadt belebt haben. Ja, hier ist so ein Feuerspucker und jeder geht irgendwie so seinen eigenen Aktivitäten nach. Das ist halt das Coole. Klar, viele stehen auch einfach doof rum und gucken. Aber zum Großen und Ganzen wirkt es doch sehr belebt. Hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Sie selbst. Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Okay. Gehen wir mal zur Treppe. Hier ist noch ein Feuerspucker. Aber ist ja auch das Sonnenreich, ne? Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Oder abwärts. Ich meine, da unten ist sogar Wasser. An der Spitze der Jägerloge. Aber zumindest ist sie eine ehrenvolle Karja im Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier langgerannt ist. Sie war unglaublich. Sie hat der Wahl mühelos geschlagen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Nora so wild werden können. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das sehe ich jetzt mal als Kompliment. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Hätte
Ich hätte erst gedacht, er hätte es vielleicht hier irgendwie ins im Wasser deponiert oder so. Um es später zu holen. Der Sonnenkönig ist zu weich geworden. Die Osseram haben einen. Was du brauchst. Notwendige Dinge. Du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die Vorräte ausgehen. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Tja. Aber sie muss mich ja schon ausgekannt haben. Weil ich glaube, der sagt ja, sie haben nur das Schwert gekauft. Also steckt da wahrscheinlich noch ein bisschen was mehr hinter. Oder ein bisschen mehr hinter. So. Ja, können wir vielleicht auch die neue Waffe ausprobieren. Cool wäre es ja, wenn wir damit auch so Leute irgendwie umpusten könnten. Ja. Na komm. Riesending. Muss man ja schon sagen, ne? Geht auch weit runter. Ich frage mich nur, warum er so hoch ist. Und klar, Warentransporte hier draußen war schon. Zu den Zeiten der Alten so heftig. Ja, ist auch das Sonnenreich, ne? Ist wahrscheinlich wirklich sehr heiß. Die Dummen. Sind wieder im Dorf. Ich sollte dort draußen Maschinen jagen und hier nicht rumlaufen. Vor allem rumlaufen. Sieh dich doch mal um. Ich mache dir einen guten Preis. Kauf einfach das, was du brauchst. Ist nicht mehr so weit. Gucken wir mal. Bessere Waren findest du nirgendwo. Aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht das Rätsels Lösung. Waren wir hier überhaupt schon? In dieser Richtung? Hier oben waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das schon jetzt hier alle Nebenquests sein sollen. Müssen uns mal umgucken auf der Karte, wo. Also wir müssen ja theoretisch jedes Lagerfeuer entdecken, damit wir sicher gehen, dass wir keine Quests verpassen. Kennst du schon den mit dem Keiler, dem Graser und dem Sonnenpriester? Ich hab dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung.
Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten in ihren Ketten. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Ich habe letzte Nacht zwei wegen Ordnungswidrigkeiten festgenommen. Du willst gar nicht wissen, was sie getan haben. Das ist wieder so weit weg. Karte. Hallo? Hier müssen wir auch mal hin. Hier in dieses Dorf. Das sieht ja aus wie so eine Hafenstadt. Und dann wird hier nach außen hin weggehandelt. Weil dieser Bereich ist so ziemlich der letzte, wo wir noch gar nicht waren. Und hier oben eigentlich hier auch noch nicht. Ich glaube, das ist hier dieser Schattenkarja-Hauptsitz. Wo wir Hauptquest-technisch eh noch hinkommen. Deswegen will ich da noch nicht hin. Und hier unten müssen wir auch noch hin. Auch eine Hafenstadt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt die Quest weiter. Und dann gucken wir mal. Wir müssen ja dann wahrscheinlich eh wieder zurück nach Meridian. Und dann gehen wir mal hier hin, in diese Stadt. Und gucken, ob es da vielleicht noch Quests gibt. Und arbeiten uns dann hier so vor bis zur Hauptquest. Aber jetzt reisen wir erstmal nach da oben. Kennen die Wege ja schon. Kann man ja auch mal schnell reisen. Und dann gehen wir das ganz entspannt an. Und jetzt haben wir die ja eh schon angefangen, hier die Nebenquest. Und dann machen wir die auch zu Ende. Und dann müssen wir auf der Karte uns nochmal ein bisschen umgucken, ob es noch irgendwo Siedlungen gibt, wo wir irgendwie, oder die ich noch nicht so richtig gesehen habe. Um sich da gegebenenfalls Nebenquests abzuholen. Weil die ja schon sehr interessant geschrieben sind in dem Spiel. Klar, es ist immer, ne, laufe hier hin und lies die Spur und folge der Spur nach da. Aber das Drumherum ist das, was immer entscheidend ist und was vor allem immer anders ist. Also keine Nebenquest ähnelt einer anderen irgendwie. Es gibt immer eine Hintergrundgeschichte. Eine Gabelung. Hier sollte sich Nazan einfinden. Ja. Und das ist halt extrem cool gemacht. Hier sehe ich da schon Blut. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Keine Leiche. Wenn jemand Nazan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Oh, na also. Mal sehen, wo sie hinführen. Machen wir nicht alleine. Da holen wir uns mal unseren werten Kollegen. Kann es sein, dass wir jetzt in diese Burg da eindringen müssen? In die da? Ich hab's mir schon fast gedacht. Da sind wir, glaube ich, mal so mehr oder weniger zufällig. Ein Außenposten der Schattenkarja. Hoffentlich ist Nazan da drin. Genau. Da sind wir nämlich schon mal so zufälligerweise irgendwie dran vorbeigestolpert. Ja.
Auch noch welche. Es sind wieder sehr viele. Wir könnten natürlich jetzt frontal volle Lotte da rein, hier uns hier ein paar Viecher überbrücken und die Arbeit machen lassen, aber... Wir machen das oldschool. Mäßig. Dort habe ich auch keine Ausrede, dass die Sonne auf meinen Bildschirm scheint. Kann man den treffen von hier? Nee, ne? Schenkt mir keine Beachtung. Ja genau, komm mal ran. Hier liegt eine Leiche. Ja, zwei. So, den markieren wir uns auch noch. Den da hinten auch. Keine Lust auf irgendeine Überraschung. Zurückerobern, werden wir die Straßen im Angesicht der Sonne mit dem Blut der Thronräuber tränken. Nein. Was jetzt passiert ist, das. Dann. Nein, das ist zu riskant. So, da steht auch noch einer. Ja, komm. Wir gehen direkt einfach vorne rein. Den nehmen wir dann noch weg. Teufel. Da hinten war noch einer. Das ist so ein riesen Festungsteil. Eigentlich können wir die beiden da auch stehen lassen. Die sind ja nicht von Relevanz. Da sind noch welche. Da hinten sind die Gefangenen. Okay. Ja, komm, die beiden, die patrouillieren da eh nur hin und her. Aber irgendwie stören die trotzdem. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen wenig rede, aber ich will nicht schon wieder so viele Pfeile vorbeischießen. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der...
ist das? Ja, es gibt Ärger. Yes, und zwar von einer ganz üblen Sorte. Und direkt mal zwei Pfeile auflegen. Den Typen da. Ich schaffe es. Was mich nicht umbringt. Mach die Stärke. Wir werden der Reihe nach abgeknallt. Ich bin getroffen. Ganz richtig. Wir werden der Reihe nach abgeknallt. Schlagen wir zurück, verdammt. Oh. Kann ich eigentlich... Ach ja, wir wollten ja... Warte mal. Ich werde nicht sterben. Das bringt mich nicht um. Ja, es geht. Ja, sorry. Der war jetzt das Versuchskaninchen, aber es geht. Hey, cooler Move. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Achso, das war ein Plünderer. Okay. Ja, wenn ich schon gefragt wäre, hey, die hätten wir aber sehen müssen. Das wäre so ein Feuerwerksding. Okay. Bevor wir ihn befreien. Genau. Schon sagen. Kein Lager ohne Vorratskisten. So, dann befreien wir ihn mal. Kindiv schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang. Man raus. Hätten wir wahrscheinlich auch einfach rein. Ja. Was? Okay, das hat schon Style, aber die haben ihm wohl doch sein Seil abgenommen, wenn sie den gefangen genommen haben, oder? Aber egal, es hat schon sehr viel Style. Wo ist er denn jetzt? Da. Kindiv hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein, ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln. Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Kehre zu Ravan zurück. Schön. Dann reisen wir mal schnell hierhin. Und überprüfen, ob er auch sein Schwert zurückbekommen hat. Also haben wir beiden geholfen. Der Ravan hat sein persönliches... es ging ja nicht darum, dass ihm was vom Wert geklaut wurde, sondern dass ihm was vom persönlichen Wert geklaut wurde. Das haben wir beschafft und wir haben noch... hungernde Menschen geholfen. Gibt, glaube ich, schlechtere Tage. Dann haben wir das sofort fertig. War doch ein bisschen länger, als ich tatsächlich gedacht hätte. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, ja gut, das Schwert wird jetzt geklaut und dann findet man irgendwie den Dieb oder so und dann kann man sich entscheiden, richtet man ihn hin oder... verurteilt man ihn oder lässt man ihn laufen mit dem Schwert? Sowas in der Richtung hätte ich vielleicht eher gedacht. Aber so ist auch eine coole Geschichte drum entstanden. Na komm.
Aufgabe erstellen Funktion nutzen. Ja. Ja, so viele Aufgaben haben wir gar nicht mehr. Also, rohstofftechnisch. Ein äußerer Mädchen hat sich neulich bei der Stadtwache beworben. Erstaunlich. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Nebenquest abgeschlossen. Die Reichen berauben. Wieder eine Belohnungskiste. So, wunderbar. Haben wir diese Nebenquest auch abgeschlossen. Und machen uns dann in der nächsten Folge, wie gesagt, mal ein bisschen hier auf dem Weg. Nehmen einen kleinen Umweg, gehen hier oben rum, nehmen diese ganzen Gebiete mit und begeben uns dann zur Hauptquest. Und bis dahin sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Avis.